Der Rolf Pfeiffer, Präsident von Wirtschaft Buchs, hat zum Buchser Apero geladen. Ein Apero hat jeder Gemeinschaftsstand. Aber Buchser, ja, das sind eben von der Wiege her die Ersten, wenn man vom Eingang her schaut. Und wahrscheinlich eben auch die Grössten. Ja, so ein Gemeinschaftsstand ist generell eine Netzwerkveranstaltung. Und so ein Apero nochmal etwas Spezielles. Da könnten eben ganz Haufen Leute eben vom ganzen Werdenberg. Da tauscht man sich aus über Ferien, über Gott und die Welt, über das, was man gerade erlebt hat, über das, was wichtig ist. Da trifft Politik auf Wirtschaft, da trifft Gewerbe auf Industrie. Und immer wieder gibt es auch ältere Teilnehmer, die da sind. Das ist zum Beispiel der Jakob Hoffmänner, früher Foto-Hoffmänner. Wirklich immer interessant, die Erinnerungen und auch der Blick in die Zukunft. Ja, und so ein Apro, ja, da braucht es eben auch ein Fötterli beim W&O. Der Hans-Rudi Rohrer, mein ehemaliger Nachbar, hat es gemacht. Und ich möchte euch mal zeigen, wie so ein Bild, das ihr im W&O drin seht, wie so ein Bild standkommt. Interessant, sage ich euch. Ein bisschen sitzen. Das ist alles echt. Der Bauch ein bisschen besser zur Geld. Ist das so? Nicht gut, oder? Wegen meinem Bauch. Ja. Bis dahin. Eben, gell? Das kann er nachher wieder filmen, oder? Jetzt fotografieren hier, jawohl. Jetzt sieht es ein bisschen neutraler aus. Weißt du, Rheinwelten ist schon recht. Ist recht noch gut, ja. Ich finde es sehr gut, Rheinwelten. Mach jetzt einfach die Fotos. Ich muss ein Foto machen. Weißt du, ich habe den Job zu, sagen kann ich nicht den Bauch anheben. Wohin wollen wir schauen? Zu mir? Nein, zu mir. Bist du auch alt, Hans-Rudi? Ja, mit dem grossen, dicken Bauchmuff kann man sie nämlich erhalten. Gut, erleben. Okay. Und jetzt geht's los. Kommt jetzt. Ja. Achtung, Foto. Ja, Foto jetzt. Ja, schauen wir mal. Woher hast du es? Da, ich kann nicht einfach nur filmen und tun, unzählige Dinge. Ja, weißt du, los, weißt du, ich habe da, muss da schon ein Ziel, wie ein Fotograf. Weißt du, wie ein Fotograf, nicht wie ein rein Weltfilmer. Gut. Was ich jetzt nicht abschätzig gemeint habe. Gut. Also, weißt du, wenn der Schweizer stinkt, dann wenn er hat gesagt, wenn der Schweizer stinkt. Das musst du schnell machen. Wenn der Schuss stimmt, oder? Ja, jetzt hast du einen gefunden, gemacht. Ja, stimmt. Das mit dem Job und oft, dass man das reinwendet, im Mikrofon nicht sieht, ist nicht gut. Oh, okay. Löschen. Viermal das Mikrofonkabel, ist gut. Ja, du musst durch. Wir sind ja Nachbohren. Wir sind keine Konkurrenten. Keine Konkurrenten. Er hat eine eigene Firma und ich bin eine eigene Firma. Er ist einfach in einer anderen Firma. Gut, okay. Also. Beide sind... informationell tätig. Wir fusionieren, gell? Wie. Hallo! Ja. Und hallo! Jawohl! Und das Lernen hier. Jetzt versorgen Sie mein Kabel. Ja, nur gut, hoffentlich. Aber ja, gut, okay, jetzt. Aha. Also. Jetzt ist aber ganz gut. Jetzt ist aber noch, besser. Jetzt kommen wir fotografieren. Oh, ja. Ich brauche nur mal einen reinziehen. Nicht schlecht, ist aber auch nicht gut, oder? Schön, brav, folgen wir da. Ja, und das kannst du das Resultat sehen wir im W und O, wenn Donnerstag. Was gehst du jetzt gerade da? Zeig. Da ist das Resultat, ja. Hey, da hat ja gar keinen Bauch mehr drauf. Geschätzte Wirtschaft Buchsmitglieder, geschätzte Gäste, recht herzlich willkommen. Bei uns an der Wiege, hier am Treffpunkt Buchs. Meinerseits in der Funktion als Präsident freut es mich sehr, dass ich heute auf dem Platz erstens so viele zahlreiche Mitglieder, über 100, darf begrüßen. Zweitens unseren Stadtpräsident, Daniel Gut. Drittens unsere Gäste, die Führungsspitze vom Kantonalen Gewerbeverband, der Präsident, Andreas Hartmann. Und der Geschäftsführer, Felix Keller. Mit Ihnen zusammen werden wir später noch etwas veranstalten. Und meine Gewerbepräsidentenkollegen von der angrenzenden Umliegenden von allen Werdenberger Gewerbevereinen. Schön, dass ihr da seid. Wiege 2019, wissen wir ja, hat so eine Geschichte. Wichtig ist, was da ist und was jetzt auf dem Platz steht. Und da möchte ich mich recht herzlich bedanken, bei allen Ausstellern, bei unseren Mitgliedern, die uns immer den Support gegeben haben,
aber auch bei der Geschäftsleitung, die das Ganze angereist hat, und bei der Messeleitung, die hier jetzt ein Effort hergelegt hat, mit allen Ausstellern zusammen, mit dem Bauteam drumherum. Das ist eine riesige, lässige Stimmung an dieser Messe und das ist glaube ich, das schönste Danke, das wir für die Zeit davor zurückbekommen. Treffpunkt Buchs darf wieder am Start der Messe sein. Wir tun das abends unter dem Präsidenten Ausbaldoferen. Ja, ist halt so, oder? Uns freut es immer wieder am Anfang der Messe zu sein. Wir haben dieses Jahr mit einer super Leistung können über 900 Quadratmeter ergattern, sage ich jetzt. Auch das ist ein Zeichen von einer grossen Wertschätzung, aber auch von den Ausstellern, die ganz klar sagen, das ist es, das muss es sein, an dieser Messe muss ich sein, an dieser Messe sollte ich mich zeigen. Und wir haben über 20 Aussteller auf dem Platz, mit dieser grossen Fläche, und ich habe gestern schon die ein oder andere Gespräche haben, sind sehr, sehr gute Kundenresonanzen, die hier kommen. Und ich denke, alles zusammengefasst, wir gehen ja nachher noch ein bisschen durch, respektive wir essen ja traditionellerweise in unserem Stand hinten. Ja, werden wir so sehen. Es ist einfach wieder einmal perfekt hergestellt worden. Und zwar nicht von meiner Seite. Und da möchte ich mich recht herzlich bei diesen zwei Herren bedanken, die explizit gewünscht haben, dass sie nichts sagen wollen heute. Der René Hilti, er war verantwortlich für den Technikteil. Und der Bruno Töni, er ist verantwortlich für die Administration. Und jetzt wäre ich unheimlich froh, wenn er denen einen riesigen Applaus gibt, weil das eine perfekte Arbeit war. Geht aber leider nicht ohne das, ist allen klar. Wir haben sehr viel Geld müssen in die Messe investieren, grundsätzlich. Wir hier zu Buchs arbeiten mit einem professionellen Stammbauer zusammen. Auch dort kommt anfangs mittlerweile eine stolze Summe zusammen. Alle Aussteller investieren noch kräftig. Und mit dieser ganzen Begeisterung ist es uns auch gelungen, und da möchte ich mich recht herzlich bei der Stadt bedanken, für die finanzielle Unterstützung, die wir eigentlich immer wieder unkompliziert bekommen. Auch das ein Zeichen der Wertschätzung, dass es einfach basic da steht, damit wir einmal überhaupt losarbeiten können. Recht herzlichen Dank, Daniel. Was läuft heute alles noch? Heute läuft Folgendes. Wir machen nachher noch ein bisschen Apero, nach den schönen Worten, die wir von unserem Stadtpräsidenten noch hören werden. Wir werden dann gemeinsam Mittagessen. Und als Information mit den zwei Herren vom Kantonalen Gewerbeverein Verband werde ich nachher persönlich auch noch jeden Stand schnell durchgehen bei uns. Aber wir werden nachher auf die Runde gehen von der ganzen Messe. Wir werden bei jedem Gewerbeverband schnell vorbeigehen, damit die Spitze aus St. Gallen mal sieht, was Werdenberger so auf dem Buckel hat, respektive auf dem Kasten. Und ich bin überzeugt, dass sie überrascht sein werden am Ende. Ich meinerseits bedanke mich recht herzlich. Es ist super, dass so viele da sind. Es ist eigentlich immer wieder das richtige Zeichen. Ich wünsche euch einen guten und darf jetzt das Wort unserem Stadtpräsidenten übergeben. Merci. Extra noch bei Ihnen. Die WIGA hat eine ganz grosse Bedeutung für die Stadt Buchs, für die Region Werdenberg. Ich glaube aber auch am Schluss, auch, ich gehe gerade nachher noch weiter zum Verein Werdenberg-Liechtenstein. Ich glaube, die Liga und die WIGA alternierend haben eine gegenseitig über der Reihe Bedeutung. Ich finde es immer schön, dass im digitalen Zeitalter, wo alles eigentlich über das Internet theoretisch läuft, dass man eben gleich sich analog will sehen will. Man will einander können die Augen schauen, man will die Hand sich können schütteln, man will miteinander ein Bierchen trinken, man will miteinander diskutieren, was jetzt besser oder schlechter ist für das oder dieses Problem und wie man die Zukunft gestaltet. Das finde ich ist ein grosser Wert, den man an der WIGA hat, wo man also Gewerbemessen wie die WIGA da ist, unbedingt wird und muss weiter pflegen. Analog, digital, das ist sein. Ich glaube aber auch, wenn ich da so rumschaue, und ich bin mir auch natürlich vor allem auf den Buchserstand sehr stolz, ich finde, es hat eben gleich auch noch etwas von einer Leistungsschau. Also ich finde es toll, dass ihr alle miteinander
so eine wunderbare Weiga hergebracht haben. Das ist, du hast es gesagt, es ist nicht einfach selbstverständlich und ich bin ganz besonders stolz darauf, dass das eine reine Leistung von der Wirtschaft ist und nicht irgendwelche Behörden irgendwo noch, auch noch irgendwie ihren Senf haben müssen dazugeben, sondern das ist die ganze Verhandlungen, Ablösungsprozess bis jetzt zu dem, dass wir jetzt heute dürfen, da stehen miteinander und uns freuen. Das ist eine Leistung von der Wirtschaft und da bin ich einfach wahnsinnig stolz auf unsere Wirtschaft in der Region. Schön ist natürlich dann als letztes noch, dass auch ganz viele Leute, ich bin gespannt auf Zahlen am Schluss, ganz viele Leute, die jetzt nicht direkt da irgendwie einen Stand haben, sondern die pläudern mit denen, die Stand haben, die einen Wettbewerb mitmachen wollen, die Kugelschreiber sammeln wollen. Vor allem aber derjenige, die andere Leute treffen wollen. Man weiss, da trifft man sich. Wiga ist ein Treffpunkt. Das auch für die Leute natürlich mit dieser zweijährlich stattfindenden Wiga ganz etwas Schönes und eine gute Möglichkeit ist. In dem Sinn, also die Wiga hat unbedingt ihre Daseinsberechtigung auch in die ferne Zukunft. Ich freue mich, dass sie jetzt in guten Händen ist und bin total optimistisch, dass das natürlich jetzt auch zukunftsgesichert ist. Jetzt aber natürlich einmal Gegenwart geniessen. Ich wünsche allen einen schönen Tag und geniessen die Wiga, wie sich's gehört. Danke vielmals. Andreas Hartmann, du bist Präsident vom Kantonalen Gewerbeverband, gell? Du bist jetzt hier an der Wiga. Was ist so dein erster Eindruck? Hervorragend. Nur schon, wie der Empfang stattfindet, dann all die vielen Leute, die da sind, die ganze Atmosphäre. Ich glaube, so muss sich das Gewerbe heutzutage präsentieren in der Öffentlichkeit, damit man eine Chance hat, gegenüber all diesen digitalen Internetangeboten zu bestehen. Weil da kann man als Persönlichkeit auftreten und das gewinnt nachher schlussendlich den Kunden. Und eine Persönlichkeit bist du selber ja, gell? Du hast mal Ambitionen gehabt für einen Regierungsrat, aber da auf diesem Bereich, und das Gewerbe ist ja wichtig, kannst du wahrscheinlich ganz so viel bewirken, vermute ich, oder? Es ist tatsächlich so, dass ich auch schon verschiedene Pläne hatte, wo ich vielleicht noch Interesse hatte. Aber jetzt als Gewerbepräsident, da fühle ich mich wirklich im Element. Das ist eine sehr schöne Aufgabe. Einerseits ist ein wichtiger Teil von unserer Tätigkeit sicherstellen vom Nachwuchs, vom Berufsnachwuchs. Andererseits das Vertreten von den Interessen des Gewerbes in der Politik. Und ich glaube, mit meiner Erfahrung, die ich aus der Politik im Kantonsrat seit 19 Jahren mitbringe, kann ich da wirklich etwas beitragen. Also eine absolute Win-Win-Situation. Jetzt bist du ja nicht hier beheimatet in Werdenberg. Du lauschst natürlich im Grunde dann von einem Gewerbeverein zum anderen. Wie geratet dir das? Weißt du, alles ein bisschen unter einen Hut zu kriegen, ist ja gleich sehr heterogen, oder? Das ist so, ja, aber es ist natürlich genau das auch die spannende Herausforderung, weil man hat vom einen und vom anderen etwas und kann vielleicht beides ein bisschen probieren unter einen Hut zu bringen und ich hoffe, das gelingt auch.